Jaha, willkommen zurück zu FIFA 19 Karriere hier mit Union Berlin. Angelo Ferkles heißt auf den nächsten Sieg, ebenso wie die Fans, ist ja klar. 7 Punkte Vorsprung auf Köln. Ja, wir spielen gegen Hamburg auf dem 4. Platz, auf die wir schon 14 Punkte Vorsprung haben. Aber hey, 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 Hamburg steht hinter St. Pauli, was ist da los? Wie dem auch sei. Für Hamburg heißt es gewinnen, für uns natürlich genauso. Nach der letzten Aufnahme, nach dem katastrophalen 4:4 gegen Regensburg, dem 6:0 gegen Fürth und dem 2:0, glaube ich, gegen Dresden. Genau. kommt jetzt als nächstes Hamburg. Die nächsten Spiele werden alle interessant. Und natürlich langsam können wir unseren Vorsprung hier ein bisschen vergrößern. Köln hat 7 Punkte Abstand zu uns. Wenn wir heute gewinnen, können wir auf 10 erhöhen. Das wäre ja zumindest mal ein Anfang. Und wir labern gar nicht lange rum, sondern wir spielen direkt weiter. Ach ja, übrigens, es ist ja schon der 26. November. Das heißt, es ist bald Transferphase. Falls ihr Ideen, Anregungen oder irgendwelche Geheimtipps für Spieler habt, dann gebt mir Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, bis dahin, weil sonst wird es echt schwierig für mich, das immer so... Weil ich nehme ja auch immer ein bisschen im Vorlauf auf, also zumindest mal mindestens 3 Spiele. Und wenn dann die Transferphase zu schnell vorbei ist, ne, ist blöd. Deshalb würde ich sagen, schreibt es mir einfach in die Kommentare, am besten in den nächsten Folgen irgendwann. Und dann kann ich vielleicht auch das eine oder andere berücksichtigen. Ja, heute geht's los im Volksparkstadion in Hamburg. Jascha Zurheide ist der Schiedsrichter. Am 26. November 2018 um 20.30 Uhr. Und für uns heißt es heute natürlich Vollgas spielen. Wir dürfen unsere Serie, wobei unsere Serie ist ja jetzt nur noch 2 Spiele lang, da wir ja nicht gewonnen haben gegen Regensburg, wenn man sich erinnert. Aber wir haben zumindest noch kein Spiel verloren diese Saison. Noch kein Spiel verloren und demnach sollte es heute natürlich so weitergehen. Ist ja klar. Ja, in Kürze das Spiel. Erster gegen Vierter. Union Berlin zu Gast in Hamburg beim HSV. Ja, es ist wieder Zeit für zweite Bundesliga. Die Spielkommentatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann sind gerade auf Kuba. Die haben keine Zeit. Die liegen wahrscheinlich am Strand und schlürfen Mojitos mit der richtigen Zigarre im Mund. Ja, 43 Tore bereits. Damit das treffsicherste Team der Liga. Das klingt gut für Union Berlin. Und wir sehen hier Abdullahi und Sebastian Polter, die zwei, ja, Top-Stürmer von Union Berlin. Und hier die Ausstellung von Hamburg. Pollers, Beckham, Tor, Verteidigung Santos, Lacroix, Papadopoulos und Sakai. Defensives Mittelfeld Steinmann. Dann von links nach rechts Jairo, Jancicic, Moritz und Narey und Hwang Hee-chan. Der einzige im Sturm beim HSV. Und ich denke mal, Union Berlin wird heute alles versuchen, die erste Saisonniederlage zu verhindern. Das ist ganz klar. Und zwar mit folgender Aufstellung. Campos im Tor, Trimmermann, Sia, Hübner und Reichel in der Verteidigung. Im defensiven Mittelfeld Schmiedebach. Über links und rechts Redondo und Hedlund. Im offensiven Mittelfeld Hartl und im Sturm Polter und Abdullahi. Standardaufstellung also bei Union Berlin. Und Fokus eindeutig offensiv, also zumindest von meiner Seite, wobei es ja eine relativ ausgeglichene Aufstellung ist. Ja, hier nochmal der Kapitän vom HSV, ich weiß gar nicht, wer das ist, deswegen sage ich auch nichts Falsches, aber ich gehe mal davon aus, Papadopoulos ist bestimmt der Kapitän, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ja, ich habe in der letzten Zeit ehrlich gesagt nur eine Spielerkarriere gemacht und zwar als Torwart. Deswegen nicht wundern, wenn ich heute so gerade im Spielerischen doch wahrscheinlich total versage. Aber natürlich kann das nicht die Ausrede sein,
Union Berlin darf nicht den erste Saisonniederlage mitnehmen. Also das geht gar nicht. Nicht gegen Hamburg. Dafür ist das Spiel einfach zu wichtig. Und die erste Chance für Union Berlin nach 3 Minuten. Redondo kriegt ihn da nicht an Pollersbeck vorbei. Aber sauberer Versuch auf jeden Fall. Leider nicht mit Erfolg gekrönt. Jetzt kommt Eckball. Redondo bringt ihn rein. Das ist Polter, aber der Torwart passt auf und verhindert hier Schlimmeres. Soll aufhören, so schnell zu sein? Was ist denn los mit ihm? Hartl hat aufgepasst. Das ist Abdullahi auf Polter. Oh, da hat der Torwart fast einen Fehler gemacht. Also, er hat einen Fehler gemacht, aber er wäre fast gravierend gewesen. Denn wenn Polter da an den Ball gekommen wäre, wäre auch am Torwart vorbei gewesen. Ne, das muss man dazu sagen. Jetzt kommt Hamburg, aber nicht sehr gefährlich. Das Ganze daher... Ja, man kann es auf den Schnee schieben, wenn man schon den Schnee zeigt. Ne, dann ist natürlich auch der Schnee schuld. Der Schuss war nicht schlecht. Ne? Okay, Trimmel. Wieder Union Berlin. Schmiedebach, jetzt Hübner. Abdullahi auf Hartl. Hartl und wieder Pollersbeck. Das ist doch nicht wahr. Der hält alles weg hier. Wieder Redondo an der Ecke. Jetzt die Chance, aber die war nix. Hier Polter kam daran. Oh, mit einem Fallungs. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe auf den 14er geachtet. Ob der mit dem Kopfball, also mit dem Kopfball rankommt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der einen Fallrückzieher macht. Aber nett, auf jeden Fall. Und es war auch wirklich nicht so weit vorbei. Ja, wir sind gespannt. Kann Union Berlin heute den nächsten Sieg in Folge holen? Das wäre jetzt wieder der dritte. Also so langsam kann man dann wieder von einer Serie sprechen. Nachdem Regensburg mir ja meine Serie versaut hat. Aber immerhin noch ungeschlagen. Schmiedebach. Der war an sich nicht schlecht. Zu unpräzise. Jetzt dann aber über Redondo. Redondo fehlt die Anspielstation, weil der in einem ganz schlechten Winkel war. Also ich hätte natürlich versuchen können aus Distanz, aber ich bin hier da lieber auf Nummer sicher. Und es war ein blöder Winkel. Es gibt den Ball her. Sag mal. Oh Gott, der war nicht gut gemacht. So, jetzt. Ach, das ist doch nicht mein Zweiter. Ich hack dir gleich dein Beinchen ab. Dann nervst du mich nicht mehr so arg. So, jetzt Hedlund. Hedlund. Schön gemacht auf Reiche. Noch unten. Nein, er kriegt ihn nicht vorbei. Das gibt's doch nicht. Lässt er sein Beinchen beim Rennen einfach stehen. Und hat auch noch so viel Glück, dass er da wirklich rankommt. Ja, Redondo ist aber schnell. Den kriegt der. Redondo, das ist Hedlund. Nochmal, nein. Erstmal verhindert. Reichel. Schmiedebach. Trimmel mal aus der Distanz. Abgeprallt nur. Beim Torwart. Also er hat ihn nur abprallen lassen. Verdammt nochmal. Er hat ihn halt nicht festgehalten. Okay. Gut, wenn ihr da hinten rumspielt, dann stehe ich einfach nur vor euch. Das reicht mir schon. Weil ihr solange ihr passt... ich wollte eigentlich nicht schießen. Das war noch so vom... Ich wollte eigentlich in den Zweikampf gehen. Aber die Off-the-Ball-Steuerung macht einem manchmal da einen Strich durch die Rechnung. Okay, so ist erstmal gut. Wir haben alle Mann fast hinter dem Ball im Moment. Also von unserer Sicht aus. Oh, 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 das war nicht gut. Der stand da gekonnt im Weg. Also, manche trainieren das Umfallen, manche trainieren das Schießen und manche das im Weg stehen. Was bei Hamburg eindeutig der Fall ist. Geil, den habe ich raus. Erstmal. Zumindest Schlimmeres verhindert erstmal. Jetzt wieder Hamburg. Wieder Hamburg! Campos! Und das Außennetz.
Huiuiui. Gute Chance hier für Hamburg. Die hätten es fast geschafft, ein Törchen zu machen. Und das war wirklich ein bisschen Glück mit dabei. Jetzt Redondo. Die kriegen da den Ball gerade nicht so richtig unter Kontrolle. Aber jetzt Trimmel. 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 Flanke. Das ist Hedlund. Aber wieder einen Verteidiger dran, der hier Schlimmeres verhindert. Hartl. Reichel. Ah. Da hat er zu lange gebraucht, um den Ball wegzupassen. Mensch. Ja, sie versuchen das Ganze offensiv zu lösen. Hamburg allerdings kommt nicht durch. Das ist erstmal gut. Kommt nicht durch. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das Spiel heute ausgeht. Da Hamburg natürlich doch schon ein schwieriger Gegner ist. Also für die zweite Bundesliga jedenfalls. Ich meine, als Absteiger hast du ja dennoch höhere Werte trotzdem. Du bist ja eigentlich eine Bundesligamannschaft gewesen. Und verlierst du den Abstieg ja nicht jeden guten Spieler. Jetzt aber vielleicht mal durchgesteckt. Abdullahi nicht im Abseits. Abdullahi, den muss er machen. Und den macht er. 1-0. Union Berlin, 44. Minute. Abdullahi mit dem Tor. Ja, schön gesehen, hat da ganz viel Platz, ganz allein gelassen, nicht im Abseits und dann oben ins Eck. Keine Chance hier für Pollersbeck. Der rudert da noch so ein bisschen mit seinen Händchen rum und kann das Tor nicht verhindern. Sauber, schönes Tor von Suleiman Abdullahi. 8. Tor in der zweiten Bundesliga diese Saison. Also 8. Saisontor, verdammt nochmal. Ja, manche Sachen kann man immer falsch ausdrücken. Das ist wie bei dem Spiel gegen letztens erst. Also nicht bei der letzten Aufnahme, sondern bei der vorletzten Aufnahme. Ich glaube, gegen Duisburg, ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich mal das 2:1 gemacht, also das Spiel gedreht und habe dann aus Versehen gesagt, der Ausgleich. Das ist tatsächlich jemandem aufgefallen. Der hat mich gleich darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht richtig ist. Vielen Dank dafür. Jetzt nochmal Union Berlin mit Polter. Setzt sich durch, Polter. Polter, schön, aber wieder ein Verteidiger dran. Abdullahi, das ist Hedlund. Nicht Hartl, glaub. Das war, glaub, Hedlund. Und fast das zweite Tor für Union Berlin. Aber Pollersbeck passt da auf und hält den Ball. Schöne Ecke, das ist Polter. Aber der fliegt hin. Ach, verdammt. Ja, da hat er sich nochmal in den Weg geschmissen. Aber der Schiedsrichter pfeift ab und es geht 1-0 in die Halbzeit für Union Berlin. Es schreit danach. Nächster Sieg für Union Berlin und natürlich auch bleibt es beim, ja, Niederlaglosen. Also sagen wir es einfach so. Wir haben bis jetzt noch keine Niederlage und dabei soll es auch bleiben, verdammt nochmal. Das ist meine Meinung. Und natürlich auch die von Angelo Ferkel und von den Fans und von unserer Mannschaft. Ganz nach der Devise machst du Tore, verlierst du auch nicht. Jetzt muss Hamburg natürlich was einfallen. Denen muss was einfallen, sonst war's das. Die kam ja in der ersten Saison. Sie kam in der ersten Saison nicht durch. Also komplett. Deswegen sind sie auch abgestiegen. Jetzt Hedlund. Nochmal die Kontermöglichkeit. Hedlund. Das ist Abdullahi. Abdullahi. Und der haut den Ball nach dem Buktu. Das ist doch nicht wahr. Der fliegt eiskalt bis nach Kuba. Trifft voll Fuß am Kopf oder so. Ja, keine Ahnung. Sorry, der war blöd, aber muss sein. Naja, wenigstens eine Chance zu Ende gespielt. Und natürlich gezeigt, wir geben hier nicht auf, auch wenn wir 1-0 führen. Das ist alles kein Grund zum Aufgeben. Ja, denn hat Hübner ohne Probleme. Reichel
Der war auch nicht schlecht. Das ist Trimmel. Jetzt mal weit auf Redondo. Redondo, super Flanke auf Hedlund. Da muss Polter ran. Das ist Hartl. Ah, warum macht denn der so einen Scheiß? Mach doch einen Fallrückzieher oder so. Was musst du denn da so einen Bullshit machen jetzt? Ja, gut gemacht, aber... Also, nicht gut gemacht, eher gut gedacht. Ja, sauber aufgepasst. Also, ich weiß nicht, wo der Schiri da gerade einen Vorteil gesehen hat. Weil das war in meinen Augen alles im Rahmen des Erlaubten. Jetzt Redondo. Redondo mal alleine. Redondo. Oh. Ey. Wie jetzt? Das ist kein Foul. Ey, du Spacken-Schiri, Mann. Ja, Union Berlin. Hier in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft. Also ohne Zweifel natürlich. Ach, was war das denn? Ach, wenn du den schon passt, dann pass ihn doch richtig und nicht so ein Schwachsinn. Mein Gott, den kannst du ja sparen. Ernsthaft, mach das zu Hause, wenn du FIFA spielst, aber nicht hier. Nicht hier auf dem Platz, da geht's ernst zu. Verdammt. Ja, keine Ahnung. Auswechslung bei Hamburg. Jan Cicic geht runter, dafür kommt Lewis Holtby. Ja, ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Platz, glaube ich. Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir Gugia mal rein für Hartl. Und Redondo geht raus für Mees. Und dann können wir noch Anderson reintun für Abdullahi. Nicht für Polter. Dankeschön. So ist richtig. Ja, einfach gleich mal alle Wechsel auf einmal raushauen. Dann spare ich mir das dran denken. Und außerdem müssen wir hier zeigen, wir geben nicht auf. Wir wollen hier alles nochmal nach vorne werfen. Hier nicht irgendwie hinten reinstellen oder so. Das ist langweilig. Das ist Mees. Jetzt der... Ah, komm. Ah, cool. Foul an mir. Ich drück Grätsche, aber faul für mich. Das finde ich sehr gut. Hedlund. Verdammt. Der war nicht gut. Und jetzt versuchen sie es über außen. Und es hat... Ah, abseits. Sehr schön. Ja, da war es ein bisschen zu schnell, mein kleiner chinesischer Freund. Also ich glaube zumindest, dass er Chinese ist. Vom Namen her. Sauber. Jetzt nach oben. Das ist Anderson, aber der ist viel zu langsam. Der Antritt war einfach nur katastrophal gerade von Anderson. Verdammt. Jetzt komm schon, gib den Ball, gib mir den Ball. Ja, super Zweikampfverhalten hier von Union Berlin. Jetzt nochmal Trimmel. Gleich weiter auf Schmiedebach, der muss aber abdrehen und wird da gefoult. Allerdings trifft er den Ball, also sah zumindest so aus. Deswegen sei ihm mal verziehen. Jetzt aber wieder aufgepasst hinten. Und jetzt mal der Seitenwechsel. Hedlund, das ist Polter. Polter. Polter, schön auf Reichel. Der war zu weit. Warum passt... Ach Mann, ich wollte auf die in der Mitte, nicht auf den Außen. Mann. Ich habe echt nicht stark drauf gedrückt, ne? Naja, aber bis jetzt sieht es zumindest danach aus, als ob Union Berlin auch heute nicht verlieren wird. 10 Minuten bleibt Hamburg jetzt noch, um hier wenigstens noch den Ausgleich zu schaffen. Und das wird schwer. Jetzt Mees. Super Direktflanke mal, ohne den Ball vorher anzunehmen, aber selbst da stehen die Hamburger im Weg. Ups. Das wollte ich nicht. Er hat den Ball vorgelegt. Mann, was soll ich machen? Ja, Christoph Trimmel sieht hier noch gelb in der 83. Minute. Kam da ein bisschen zu spät. Aber ist jetzt kein Weltuntergang. Ich glaube, Trimmel ist jetzt auch nicht so groß vorbelastet, dass das jetzt schlimm wäre.
Oh, gute Chance jetzt für Hamburg, aber Campos passt auf. Und ja, ich mach mal so, weil die sind gerade leider alle weggelaufen. Hübner. Reichel probiert Union Berlin es nochmal. Ja, natürlich. Hedlund. Hedlund. Immer noch Hedlund. Das ist die Flanke, aber wieder auf der Hut in der Verteidigung. Jetzt mal aus Distanz. Gogia war das. Ja, nicht so souverän heute alles. Auch nicht alles so genau und abgeklärt wie sonst bei Union. Es läuft nicht so richtig. Aber ich meine, man kann sich natürlich auch beschweren, dass man hier nur 1-0 führt. Auf der anderen Seite kann man sich auch einfach darüber freuen, dass man nicht verliert, sondern gewinnt. Nochmal Hamburg vielleicht. Ja, es kommt nochmal ein Angriff von Hamburg. Aber gut aufgepasst. Und damit müsste das Spiel aus sein. Und das ist es. 1-0 gewinnt Union Berlin in Hamburg. Und holt sich damit den 3. Sieg in Folge. Und ist weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Ja, Polter leider heute ohne Tor. Das einzige Tor war ja, glaube ich, wer war das? Abdullahi, glaube ich, heute. Aber naja. Ja, aber der hat aber auch alles gehalten am Anfang, ne? Drecksack. Ja, also ich denke mal, für einen Auftakt ist das jetzt ganz in Ordnung. Und daher bin ich jetzt auch nicht sauer.